Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor und wir prügeln uns immer noch durchs Observatorium. Beziehungsweise wir schwingen uns. Okay, und jetzt müssen wir wieder schauen, wie geht's weiter. Darüber müssen wir dann. Weil nach oben geht's ja nicht, ne? Hier ist eine Laufwand. Wir können auch wieder gegen den Uhrzeigersinn laufen und dann darüber. Das könnten wir auch probieren. Warten wir mal auf den richtigen Moment. So, wie viel Abstand haben die Dinger voneinander? Gut. So. Hopp, hopp, hopp. Na! Ja, Mann. So, sehr schön. Wir sind hier. Aber erstmal hier oben schauen. Erinnert mich ein bisschen an Horizon. Genau hinter der Armee von Bedlam-Droiden. Also an Horizon Forbidden West erinnert mich das gerade ein bisschen. Also mir am Ende auch auf so einen Turm hochgeklettert. Könnt ihr gerne mal anschauen, das Let's Play. Und am Turm oben gab es dann den epischen Endfight. So. What do we have here? Abkürzung freigeschaltet, ja, sehr schön. Gott sei Dank. Sparen wir uns das Gerammel hier über die Laufwände. Verflucht, wer ist verflucht? Du bist verflucht. Gut, okay, wir müssen dann doch durch die Armee der Bedlam-Druiden. Ja, noch 3 Stims. Das sieht nicht so gut aus für uns. Aber was soll's. Wir als Spider-Man in Ausbildung, wir schaffen das schon. Irgendwie. Wir haben ja Boot mit. Aussichtsdeck. Hi, Freunde. Ich gebe dir Deckung, Bruder. Ups. Nicht nachlassen. Jetzt bloß keine Zurückhaltung. Aua. Hatte der eine Bombe? Oh. Sehr gut, Boat. Was geschafft, Kerl. Jetzt gilt es. Muss ich hier noch irgendwas aktivieren? Oh, Boat, warte doch mal. Siegchancen erhöht. Hoffentlich hast du was für Dagon aufgespart. Bereit. 3 Stims. Was ist mit dir, bitte? Oh, 5 Stims. Großes Okular, Aussichtsdeck. Meditationspunkt entdeckt. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin okay. Bereit, wenn du es bist. Aber nicht, dass du drauf gehst, Boat. Das wäre ein bisschen blöd. Hey, Deggen. Die Fähren starten. Ich werde nicht zurückkehren. Sucht mich oder geht nach Tannelor. Es ist eure Entscheidung. Er hat die Nachricht wohl einige Jahre zu spät erhalten. Wenn Santari zu mir gehalten hätte, hätten wir den Rat überzeugen können, dass Tannelor das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei. Ihr seid nicht frei, Dagon. Ihr seid allein. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? Wie konntet ihr zulassen, dass die Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt? Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler, dabei seid ihr ein Versager! Sie haben uns nicht besiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet?
Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Ich werde aus den Raiders eine Elite-Armee machen, angeführt von Jüngern, die in meinem Tempel in der Macht ausgebildet wurden. Und dann werde ich zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und die Galaxis mit Feuer säubern. Wir haben bereits einen Imperator. Gib uns den Kompass. Und warum sollte ich das tun? Weil ich ein Vater bin, dem die Optionen ausgehen. Und du stehst einem besseren Leben für meine Kleine im Weg. Her damit. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Tenelor ruft! Oh oh. Und wir werden antworten. Jämmerlich. Ja? Jämmerlich! Ihr wagt es? Ja. Zack, bis das. Dagon Gera, ey. Okay, mach ich. Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Ja, bisschen. Und ihr? Das wird euch ins Grab bringen. Oh, warte. Erbärmlicher Narr. Ja, wir essen hier Brüls. Oh. Sterb! Oh, okay. Geiles Ablenkungsmanöver, denke ich, ja. Ich bin einfach schneller. Okay. Schwach. Oh, oh. Stellt euch! Mach's doch! Moment! Alter, okay. Hey, Kumpel, Stim! Ah! Alter, bist du bescheuert? Ihr werdet durch meine Hand sterben. Ich Sehen könnte wir noch. Euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. War's das? Euer Untergang ist unvermeidbar. Oh oh. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Wie jämmerlich. Oh oh. Was? Okay, wir kämpfen an der Decke. Oh. Blutet. Ich bin einfach Hä? Überlegen. Ich werde euch in Stücke reißen. Ihr fürchtet euch. Das war Nummer 1. Ihr riecht nach Angst. Boah, warte mal. Moment. Hierher. Kämpft mit mir. Ja, ja. Will ich ja, aber du machst ja einen komischen Zaubertrick hier. Blamage. Oh, Junge! Nein! Warte, das kann ich nicht. Ja! Ah, Tim! Hilf mir bitte! Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. Oh. Wobei
nichts über die Macht. Nee, weiß nicht. Versucht ruhig zu entkommen. Ja, mach ich doch. Jämmerlich! Hä? Ich hab doch gewonnen. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass ihr gleich sterben werdet? Dass euer Leben nichts wert war? Widersetzt euch nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ja. Ich spüre es. Verlust. Leid. Reue. Zorn. In solchen Gefühlen liegt enorme Kraft, aber ihr war zu schwach. Und nun ist es zu spät. Boot? Santari Cree? Die Fähren starten. Ich werde nicht zurückkehren. Ihr seid verloren. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und ihr seid kein Jedi. Du hättest ihn ausreden lassen sollen, Kerl. Was ist Tennelor? Sind wir noch an der Decke? Nein, wir sind nicht mehr an der Decke. Bitte, sag mir, dass das echt ist. Was ist passiert? Eine Art Machthalluzination. Angetrieben durch Angst. Was? Ich habe sie ihm gespiegelt. Nicht mehr so furchteinflößend. Kel, wir könnten es doch mitnehmen. Wäre bestimmt cool. Noch in einem Stück. Nee. BD? Sind das gute Neuigkeiten? Vielleicht hatte Dagon recht. Bist du sicher, dass du nicht noch... Du weißt schon. Denk mal nach. Tennelor ist eine Festung. Wir sollten sie für den Pfad nutzen. Verbündete sammeln. Trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Ich weiß nicht, das wäre riskant. Alles ist riskant, solange das Imperium existiert. Außerdem... Willst du, dass Cutter ihr ganzes Leben in einem Versteck verbringt? Wenn sie dann sicher ist, Kerl, dann schon. Und nur dann. Ja. Ja, hör zu. Ich verstehe dich. Aber irgendwann muss sich jemand dem Imperium stellen. Wieso nicht wir? Cordova wird das reparieren. Zurück nach Jeddah. Klar. Ich sehe mich vorher um. Vielleicht finde ich eine Betriebsanleitung oder so. Wir kriegen das hin. Ja. Hey, Kumpel. Du hast mir den Hals gerettet. Schon wieder. Danke. Bringe den Kompass zu Cordova auf Jeddah.
Mit Boat würde ich gerne noch mal kurz quatschen. Der ist so ein bisschen neben der Spur, ne? Geh schon mal vor, Cal. Ich bin sicher, die Crew kann die Neuigkeit kaum erwarten. Wir treffen uns bei der Mantis. Okay. So, dann nehmen wir uns das hier aber noch mit. Alter, was für ein Kampf, ne? Gesundheit? Ratlosigkeit, 9 Bonus-Sachen, ja toll. Das passt perfekt zu uns, wenn wir immer überlegen, wo wir hinwollen. Wir fahren wieder runter. Hätten wir da nicht eigentlich mit dem Fahrstuhl hochfahren können? Und uns den Weg die letzten zwei Folgen sparen können? Ich weiß es nicht. Okay. Warte mal, ich will gerne. Ich würde die Druidikas gerne beeinflussen. Oder kann ich den da hacken? Nee. Habe ich die nicht schon mal beeinflusst? Wie wär's denn, wenn ich ganz einfach. So. Na, geht ja auch, oder? Und dann können wir eigentlich. So. Dann können wir eigentlich. Ausruhen. Stims aufgefüllt. Okay, kann weitergehen. Alles klar. So, und dann können wir eigentlich mit dem Gleiter. So ein bisschen die Aufwinde nutzen, ne? Und können wieder hier rüber. Wäre so die beste Variante. Komm schon. So. Dann müssen wir wieder darüber, genau. So. Und da lang. Nein. Das geht also nicht. Wir müssen uns noch einen dazwischen bauen, ne? Irgendwie, oder? Ach so, ist schon okay, aber der Weg ist dann zu weit. Der Weg ist dann zu weit. Das ist nicht ganz gescheit. Vielleicht doch mit einem Gleiter darüber. So. Ne, ist einfacher, oder? Guck mal. Ja, also ich find's einfacher. So. Und dann müssen wir back to the Mantis. Oh Gott. Ich konnte den nicht platzieren, warum nicht? So. Hops. Und hops. Ich kann da nicht hoch. Das ist eine Alpha-Wand. Warum ist das eine Alpha-Wand? Wieso? Wieso ist das eine Alpha-Wand? Hätte ich auch eine Schnellreise machen können zum Mantis eigentlich? Wo ist denn eigentlich der Mantis? Gibt's noch diverse Gerüchte und so, ja? Ich bin hier. Ne, das ist der Mantis. Da ist er. Und wir sind irgendwo da ganz oben. Und wir kommen nicht wieder zurück. Was für ein Furz. So. Ich hätte eine Schnellreise machen können, ne? Ich hätte eine Schnellreise machen können. Ich hätte einfach eine Schnellreise machen können.
Oh nein, nicht schon wieder. Gut. Ha. Oh, Leute. Ich mag das Spiel ja wirklich, ne? Aber es hat so seine Schwächen. So. Es hat so seine Schwächen, das kleine Spiel. Nämlich genau das. Ich drück R2, ne? Also ich drücke wirklich R2. Aber der will das nicht. Es wird ja auch grün angezeigt, ne? Ich muss dann so ein bisschen hierher, ja. So. So. Ich den ganzen Weg wieder zurück hier, ey. Okay. So. Schön und knitterfest sind alle Frauen aus Budapest. Okay. Wupp. Da könnt ihr den Weg vielleicht nochmal sehen. Vielleicht habt ihr die letzte Folge nicht gesehen. So. Na gut. Das hat man alles auf. Ich brauche ja eigentlich nur schnell den nächsten Speicherpunkt. Hier wird schon wieder geballert. Ich komm doch schon. Ich muss nur kurz überlegen, wo. Achso, wir mussten von drinnen das Teil holen, genau. Zack. Wo bist du jetzt? Sag mir, wo du steckst. Da. Nee, wir mussten darüber. Genau hier mussten wir hin und das Ganze ein bisschen höher platzieren. So. Okay. Und dann hier rein, genau. Und dann einmal nach oben. Okay, lauf, komm. Und dann war hier. Und hier können wir eine Schnellreise machen. Sehr schön. Es gibt nur die Macht. Ja, für uns auf jeden Fall, ne? Und dann hier Schnellreise. So, sorry Leute, für den kurzen Umweg. Und dann gucken wir mal, wo ist unsere Mantis? Da ist unsere Mantis. Dann können wir hierher eine Schnellreise machen. Dachte ich zumindest. Reisen. So, sieht doch gut aus. War ein ganz schöner Kampf. Und da sind wir bei der Mantis. Yeah. Neisenstein. Wir müssen jetzt mit der Mantis zurück nach Jeddah. Island Saloon gibt es auch neue Sachen. Hier ist Easy Greasy. Ich hoffe, Boat kommt trotzdem noch mit. So, und dann speichern wir hier mal kurz. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.